Yo Leute, ich bin's wieder, euer The Crazy Mirko 777 und das heutige Video ist improvisiert, weil ich es spontan und schnell machen wollte zu einem aktuellen Thema. Es wird sicher nicht an euch vorbeigegangen sein, dass YouTube eine neue Startseite hat. Gut, ich dachte, YouTube könnte langsam nichts Sinnloses mehr abändern, aber okay, das Design der Daumen musste auch mal wieder dringend überholt werden. Und zu diesem Anlass präsentiere ich euch meine Top 10 der Dinge, die ich an YouTube hasse. Auf Platz 10 stehen Justin Bieber Witze, wie zum Beispiel: Justin Bieber hat sich 300 Accounts gemacht und 300 Daumen nach unten gegeben. Auf Platz 9 stehen die hilfreichen Ratschläge der YouTube Community. Wie zum Beispiel: Hey, das neue Jahr hat voll gut angefangen. Hätte nicht gedacht, dass man so schnell so viel Geld verdienen kann. Einfach Hacker verraten Tricks bei Google eingeben. Das funktioniert nicht, ich habe es ausprobiert. Auf Platz 8 steht etwas, das mich besonders ärgert. Abo gegen Abo. Was macht YouTube für einen Sinn, wenn wir Abo gegen Abo durchführen? Auf Platz 7 stehen Hater. Oh, ich hasse sie einfach so richtig. Man hat das Gefühl, sie abonnieren dich nur, um dann unter jedes Video: Ja, du bist so scheiße, und Cold Mirror sowieso besser, drunter zu schreiben. Nur gut, auf Platz 6 stehen irreführende Videonamen. Das spricht für sich. Und auf Platz 5 stehen Hater. Ja, die mag ich wirklich nicht. Die Kamera hat gerade seltsam angefangen zu surren. Ich dachte immer, die würde mit SD-Karte laufen. Okay. Auf Platz 4 stehen Daumen hoch Kommentare. Zum Beispiel: Daumen hoch, wenn ihr Kadi geil findet. Daumen hoch, wenn ihr wegen Kadi hier seid. Daumen hoch, wenn ihr Daumen hoch Kommentare nicht mögt. Auf Platz 3 steht Simon Desue. Ja, tut mir leid, aber ich kann ihn einfach nicht leiden. Und außerdem möchte ich den Kevin aus meinem Bio-Kurs damit ärgern, weil er ein riesen Simon Desue-Fan ist. Ja, du weißt, ich meine dich. Kevin. Aus dem Bio-Kurs. Auf Platz 2 steht etwas, das mir schon so auf den Tag versaut hat: Copyright. Ich kann ja verstehen, dass die Unternehmen ihre Lieder oder Filme schützen wollen. Da habe ich auch sau Verständnis für. Aber wieso denn nur in Deutschland? Dann soll es wenigstens auch in den USA gesperrt sein. Ich gönne denen das nicht. Und auf Platz 1, da stehen die Leute, die sich ständig über YouTube beschweren. So zum Beispiel wie ich gerade. Man kann eine Videoplattform doch nicht für seine User verantwortlich machen. Ihr könnt nicht sagen, YouTube ist scheiße, weil es zu viele Daumen-Hoch-Kommentare gibt. Hä? Oh, ich habe eine Nachricht bei ICQ. Wie tiefgründig. Nein, mal im Ernst. YouTube ist eine tolle Sache für untalentierte Menschen wie ich, die sich einfach mal im Internet auf kleinen Bildschirmen sehen wollen. Und wenn ich doch sehe, dass sich irgendwer über die neue Startseite aufregt. So schlimm ist sie auch nicht. Und wenn man bei YouTube die Videos nicht mehr abspielen kann, dann, erst dann, dürft ihr euch beschweren. Denn wenn es YouTube nicht gäbe, dann säht ihr ziemlich alt aus. Ja, du, du und du. So, das war eigentlich das, was ich mal eben so spontan loswerden wollte. Und ich hoffe, ihr versteht zumindest so den Ansatz des Gedanken, den ich euch hier zu vermitteln versuche. Ich rede wieder scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten lustigen Video oder bei der nächsten Game Review. Euer The Crazy Mirko, das wollte ich mit rechts machen. Euer The Crazy Mirko 777. Yay! Das sah cool aus, ich bin mir ganz sicher.